Das ist, glaube ich, der beste Ort, den wir hier auswählen konnten, um zu zeigen, wie ein echtes Ökosystem funktioniert. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Zobel, dass Sie uns die Gelegenheit geben, hier in diesem unglaublich tollen Gebäude auch dieses Treffen zu machen. Und ich freue mich, dass die örtliche Abgeordnete, die Kerstin Schreier-Stäblein, auch heute mit dabei ist. Und an meiner Seite will ich auch gleich noch hier vorstellen für später eine ganze Reihe von Gründern oder ja, ehemaligen Gründern, muss man eigentlich mittlerweile sagen, sondern erfolgreichen Unternehmen, den Herrn Max Reindl von Wolfleit, den Herrn Dr. Ederer von Voxeljet und den Herrn Professor Münch von Corimun GmbH und natürlich auch den Herrn Huber von Bayern Kapital und den Herrn Schatz von der BVK, die ich hier auch begrüßen darf. Ich freue mich, dass wir heute jetzt nach diesem Ereignis, das ein echtes Naturschauspiel ist und das wir erst 2081 wieder erleben können, oder auch nicht. Oder auch nicht, also zumindest die Option besteht in Deutschland erst wieder 2081, dieses Naturschauspiel hier miterleben dürften. Ich hoffe allerdings, und das ist eigentlich ein bisschen die Bitte an die Vertreter der Presse, dass dieses Ereignis nicht das jetzige Ereignis in den Schatten stellt, das hätte es nicht verdient, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein großer Schritt, den wir heute machen mit der Freischaltung des Wachstumskapitalfonds, den wir in Bayern auf den Weg bringen. Es ist nämlich eine Initialzündung mit einem Wachstumsfonds aus Bayern heraus zu geben, ein Zeichen zu setzen, das einzigartig ist. In allen Bundesländern gibt es nichts Vergleichbares und in Bayern und im Bund übrigens auch nicht. Und wir wollen natürlich auch hier mit eine deutliche Hebelwirkung erzeugen, nämlich dass privates Kapital, so wie Sie es, Herr Huber, zu Recht gesagt haben, auch aktiviert wird. Und mit den 100 Millionen ist eine Kofinanzierung gedacht für privates Kapital und wir hoffen eine Hebelwirkung auf 250 Millionen, also eine Viertelmilliarde Euro, die wir dann an Kapital im Wachstumsbereich zur Verfügung stehen können. Diese Initiative ist für mich ganz wichtig und ein zentraler Baustein für das Gründerland Bayern, das wir vorantreiben wollen. Ich glaube, man muss hier mal ein bisschen ausholen. Seit ich hier nach Bayern zurückgekommen ist, war es mir immer ein Herzensanliegen, mit den Gründern sehr intensiv in Kontakt zu treten und eine der wichtigen Botschaften war immer, dass das Kapital nicht ausreichend ist. Wir haben eine gute Ausstattung in der Gründungsphase, die wir auch nochmal aufgestockt haben, aber es fehlt vor allem eben an der Wachstumsphase und deshalb haben wir hier diesen Wachstumsfonds aufgelegt. Wir wollen aber nicht hier stehen bleiben beim Geld, sondern wir wollen hier ein Ökosystem, wie gesagt, aufbauen, das sich messen kann mit den Großen dieser Welt. Und da messe ich mich durchaus auch an den Großen mit Silicon Valley und mit Tel Aviv, wo wir nacheifern wollen, wo wir noch Luft nach oben haben, aber wo wir natürlich auch hier die entscheidenden Schritte vorangehen. Es geht um die Hilfestellung, um ein intensives Netzwerk, das wir hier aufbauen wollen, mit Gründerzentren, mit Gründeragenturen und weiteren Partnern. Wir wollen die Sichtbarkeit auch des Gründerlandes Bayern voranbringen, die internationale Sichtbarkeit. Das ist uns ganz besonders wichtig und wir wollen, wie gesagt, mit dem Fonds, den wir aufgelegt haben, privates Kapital auf den Weg bringen. Wir sind durchaus zuversichtlich, dass wir mit beiden, sowohl in der Gründungs- als auch in der Wachstumsphase, insgesamt eine halbe Milliarde Euro aktivieren können für unsere Gründer, die wir voranbringen wollen. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir einen Schritt weiter heute mit der Freischaltung des Wachstumsfonds, den Ihnen auch Herr Huber genauer in allen Details erläutern kann, wie er funktioniert. Und deshalb würde ich jetzt einfach mir den Huber übergeben. Oder haben Sie andere Planungen? Nein. Auch ich hätte als erstes Ihnen den Huber übergeben. Ja, der Wachstumsfonds wird genauso organisiert sein wie alle anderen Fonds, die von Bayern Kapital verwaltet werden. Wir agieren stets als Co-Investmentfonds, als Partner der privaten Investoren. In diesem Falle eben in einer Phase, die sich an einen Vorlauf anschließt, bei dem das Produkt schon die Serienreife erreicht hat, bei dem eine erste Finanzierungsrunde bereits gelaufen ist und wo es eben jetzt darum geht, wirklich einen großen Schritt nach vorne zu tun, nochmal richtig Eigenkapital aufzunehmen. Richtig aufnehmen heißt im Normalfall 5 Millionen und drüber im Gesamtbetrag aller Mitwirkenden und auf diesem Wege eben dann wirklich den Schritt in die Internationalität zu tun, in die Breite der Produktausstattung und auf diese Weise ein wirklich wachsendes, großes Unternehmen werden zu können.
Der Weg zu uns ist genauso einfach, wie Sie das von uns kennen. Sie haben ein Konzept, man kann gerne über das Konzept auch vorher schon mal sprechen. Agieren werden wir dann, wenn Sie auch mindestens einen neuen Privatinvestor haben, der mit uns miteinander in Ihr Unternehmen eintreten will, mit uns miteinander die Finanzierung dort mitgestalten will. Und ja, recht viel mehr ist eigentlich zur Technik gar nicht zu sagen. Es ist so einfach, wie Sie das von uns kennen, und dementsprechend ja, möchte ich da jetzt auch gar nicht mehr allzu viel dazu weiter ausführen. Vielen Dank, Herr Huber. Sie können natürlich sich gern einbringen mit Ihren Fragen. Das ist ja nicht so eine steife Veranstaltung heute. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal hören, Herr Reindl, Sie sind Gründer von Wavelight und haben es damals geschafft. Wäre es leichter gewesen für Sie, wenn es sowas schon gegeben hätte, oder warum haben Sie es eigentlich dennoch geschafft? Nee, damals gab es Bayern Capital schon, 1995. Ich glaube, wir waren damals das zweite Investment, was Bayern Capital mit der begleitet hat. Und ich bin nicht sicher, ob es die Wavelight überhaupt gegeben hätte, wenn es die Bayern Capital nicht gegeben hätte. Es war wirklich knapp, dass man das Unternehmen überhaupt finanziert kriegt. Die TPG hat was gegeben, das hat nicht gereicht. Da waren noch drei Venture Capitalisten, die haben aber wirklich nur Geld gegeben, weil es eben aus öffentlicher Hand auch Unterstützung zusätzlich gab. Was damals noch nicht gab, war diese Wachstumsfinanzierung, beziehungsweise die Wachstumsfinanzierung kam dann mit dem neuen Markt. Und es war im Endeffekt die Wachstumsfinanzierung für Wavelight, weil die Wachstumsfinanzierung in der Form hat es nicht gegeben. Trotzdem ist es natürlich, das haben wir heute immer noch, dass man im internationalen Wettbewerb, wenn Sie nach USA anschauen und Startups nehmen, wenn die, bis die eine gewisse Größe haben, haben die 4 bis 5 Mal so viel Kapital in ihr Unternehmen gesteckt, wie ein deutsches Unternehmen zur Verfügung hat. Was dann nach oben hin, um einen Konzern aufzubauen, irgendwo schwierig wird. Deswegen ich halte es für extrem wichtig, die Wachstumsfinanzierung. Und ich glaube, da muss man permanent dranbleiben, weil das muss man ausbauen. Ich glaube auch, dass man das private Geld, was ja vorhanden ist, in der heutigen Zeit mehr als genug, dass es vielleicht auch hilft, noch mehr Motivation zu geben, das Geld nicht irgendwo liegen zu lassen oder nur in Aktien zu stecken, sondern wirklich in Wachstumsfinanzierung von mittelständischen Unternehmen zu stecken. Ich halte es für extrem wichtig, das bin ich auch gerne gekommen heute. Vielen Dank. Herr Dr. Ederer, Sie sind mit Voxeljet auch bereits gewachsen. Herr Dr. Ederer, was sind denn die Schwierigkeiten? Warum kann ein Unternehmen, ein Start-up, kommt zu Sterbegeld? Gut, ich meine, da gibt es viele Faktoren. Derzeit ist es sicherlich so, dass der Wachstumsfinanzierungsmarkt privater Finanzierer einfach relativ eng hier in Deutschland ist. Also ich meine, ich beobachte das sicherlich auch nur aus der Ferne, weil wir über diesen Schritt drüber sind. Sicherlich ist mit ein Grund dafür fehlender Exit-Kanal. Also wir haben ja auch den Schritt mit unserem Börsengang über den Teich nach USA gemacht. Ich glaube, wenn hier ein funktionierender Exit-Kanal da wäre, würden sich wahrscheinlich einige VC, also Venture Capitalisten, leichter tun, auch hier Startup-Investments durchzuführen. Nichtsdestotrotz, wir reden ja hier über Wachstum, kann ich mich nur dem Vorredner anschließen. Das ist sicherlich eine super Sache, hätte uns damals sicherlich genutzt. Wir sind 1999 an den Start gegangen, also auf der Höhe des Internet-Hypes, gab es noch viel Wachstumskapital. 2002, 2003 ist uns dann trotz großzügiger Förderung vorher dann das Geld relativ schnell knapp geworden und wir hätten sicherlich zu dem Zeitpunkt gerne eine Wachstumsfinanzierung bekommen. Das ist uns nicht gelungen und wir mussten uns dann mehr oder weniger mit den Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, durchmogeln. Also wir hatten da eine extrem schwierige Phase, das wäre uns sicherlich leichter gefallen, wenn es damals schon so ein Projekt gegeben hätte. Herr Schatz hat genickt. Ist Bayern denn jetzt besser aufgestellt als andere Bundesländer? Natürlich, also schon davor war Bayern sehr, sehr gut aufgestellt, aber aus Sicht des Bundesverbandes ist es sehr begrüßenswert, dass eben immer wieder Initiativen auch gestartet werden. Initiativen, die punktuell die Verbesserungen auslösen und eben dann hier uns voranbringen. Sie haben es alle schon gesagt, privates Kapital muss man eben motivieren. Da sind wir auch gerade auf der Verbandsseite daran und deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam diese Anstrengungen unternehmen, gemeinsam die Initiative ergreifen, gemeinsam die Motivation hochfahren. Wir sind im Hintertreffen zu anderen Ländern immer noch, ja, trotz der vielen Maßnahmen, die wir schon getroffen haben, aber jetzt ist die Zeit, eben aktiv zu werden und deswegen begrüßen wir das ausdrücklich, dass der Wachstumsfonds heute an den Start geht. Erst falsch angesprochen, aber Herr Münch, von Ihnen würde ich auch gerne hören, wie bei Ihnen die Finanzierung gelungen ist und ob Sie große Vorteile in dem Wachstumsfonds sehen.
Also bei uns ist die Finanzierung natürlich gelungen, sonst würde ich jetzt auch nicht hier dastehen. Und wir haben auch damals sehr, sehr gut mit der Bayernkapital zusammengearbeitet. Die war jetzt die erste. Also bei uns ging es weniger um Wachstum, als einfach das Unternehmen von Anfang an mal zu finanziert zu bekommen und als Laufen zu bekommen. Und das war jetzt bei uns so ein bisschen der kritische Schritt, dass man den ersten Investor überzeugen musste, in eine Firma mit eigentlich ungewissem Ausgang zu investieren. Und da war jetzt die Hürde, eher den privaten Investor an Bord zu bekommen, als eine Kofinanzierung zu ihm zu bekommen. Sobald der private Investor mal überzeugt ist, war die Kofinanzierung für uns jetzt nicht so schwierig. Was aber natürlich mit daran liegt, dass es die Instrumente gibt, aber natürlich nicht für die Wachstumsphase. Das ist jetzt schon was Neues, was jetzt bei uns aber vielleicht nicht so relevant war. Dann würde ich gerne mal Herrn Gruber fragen, Herr Gruber, wie ist denn Ihre Erwartungshaltung? Wird es viel in Anspruch genommen werden? Werden Sie viele Interessenten finden? Haben möglicherweise jetzt schon Interessenten sich gemeldet, die auf so einen Wachstumsfonds zugreifen wollen? Also wir erwarten nicht, dass Wachstumsfonds ein Massengeschäft wird. Denn ich habe ja vorher versucht zum Ausdruck zu bringen, dass die Anforderungen bei 2x2 Millionen plus Beitrag der bisherigen Investoren, also 5 Millionen und drüber liegt. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche wirtschaftlichen Konzepte rechtfertigen es, dass darauf 5 Millionen Eigenkapital eingesetzt wird, dass er auch üblicherweise entsprechende Rendite zeigen soll, für die privaten, aber im Flat-Tar auch für die öffentlichen Fonds. Wir gehen davon aus, dass wir eben die 100 Millionen auf zwischen 20 und 25 Firmen sich aufteilen werden. Die werden aus verschiedenen Sektoren der bayerischen Technologiefelder kommen. Wir haben erste Gespräche, wobei wir heute eigentlich erst wirklich anfangen. Es gab eine Vorinformation ja schon, als der Fonds mal angekündigt worden ist. Da haben wir eine erste Resonanz bekommen, dass es Leute, ernstzunehmende Zahl von Interessenten gibt, die eben Bescheid wissen wollen, wenn es dann soweit ist, sprich heute. Es gibt dann welche, die beim 30 Jahre Stammtisch in der Veranstaltung dabei waren, letzte Woche, als die Frau Ministerin ja dann schon angekündigt hat, dass es heute losgeht. Das hat dazu geführt, dass tatsächlich schon die Ersten bei uns auf der Matte stehen und unsere Mitarbeiter sich bereits darum kümmern. Wer und wie viel das dann auf die Schnelle wird, das werden wir sehen. Aber ich denke schon, dass wir in überschaubarer Zeit da erste Erfolgsnachrichten haben werden und dass wir den Fokus platzieren werden können. Umgekehrt, wenn ich das auch noch sagen darf, ich glaube auch nicht, dass er per se schon zu klein ist, weil die Diskussion ist ja auch schon losgetreten worden, sondern ich glaube, dass es jetzt die Anforderung an alle ist, 100 Millionen sinnvoll auszugeben in wirkliche Tech-Projekte, die eine klare Zukunftsperspektive haben und auf der Grundlage, wenn wir dann so toll sind, dass das ganz schnell weg ist, dann denken wir wieder darüber nach, wo wir den nächsten Fonds dann herbekommen. Also ich will es mal so sagen, Herr Huber, die private Beteiligungswirtschaft wird alles unternehmen, dass er zu klein ist. Ja, dann haben wir alle miteinander einen Erfolg gehabt. Aber das ist ja gut. Vielen Dank. Gibt es denn Fragen von Ihnen? Allen. Dann war der Film offenbar gut. Dann danke ich Ihnen.